Umgang mit Albträumen. Albträume sind entweder seelischen oder dämonischen Ursprungs oder wurden physisch ausgelöst. Am besten bittest du Jesus, dir aufzuzeigen, wieso du den jeweiligen Traum geträumt hast. Ich lese mal verschiedene Arten von Albträumen vor. Gewaltträume. Erlebst du Gewalt in deinem Leben? Oder bist du selbst gewalttätig, vielleicht mit Worten? Es heißt, Worte sind wie Dolche. Frag Jesus, wieso du Träume mit dem Thema Gewalt hast. Bitte ihn, wenn notwendig, um seelische Heilung von früheren Erfahrungen mit Gewalt, zum Beispiel Mobbing, Missbrauch etc. Fluchtträume. Träume, in denen du vor etwas oder jemandem flüchtest. Das bedeutet oft, dass du dich einer bestimmten Situation stellen sollst. Wenn du den Verfolger im Traum erkennst, vielleicht solltest du dich dieser Person stellen, zum Beispiel indem du Jesus um Befreiung von negativen Erinnerungen bittest oder indem du diese Person in seine Hände loslässt. Fallen in Träumen. Träume, in denen du von etwas hinabstürzt. Oder du fällst im Traum und wachst kurz vor dem Aufprall auf. Hast du Angst, in einer Situation den Halt zu verlieren? Hast du Angst, sozusagen den Boden unter den Füßen nicht mehr zu spüren? Kann auf finanzielle Probleme hinweisen, aber auch auf andere Situationen, denen du dich stellen solltest. Todesträume. Wenn du siehst, dass jemand im Traum stirbt, könnte es sein, dass Gott dich bittet, für diese Person zu beten. Ist sie vielleicht gerade geistig angegriffen? Ich sah einmal im Traum eine Todesanzeige einer mir bekannten Person. Ich nahm das als Anzeichen dafür, für diese Person zu beten. Tatsächlich ging es ihr gesundheitlich oft schlecht. Eine andere Möglichkeit kann sein, dass es sich um eine neue Phase handelt, in die du kommst. Wenn dies der Fall ist und du träumst, dass eine Sache wortwörtlich begraben wird, kann es sich wirklich um einen Neuanfang handeln. Allerdings können solche Träume auch Ängste deiner Seele aufzeigen. Oder der Feind möchte dich durch Todesträume in Angst versetzen. Wenn solche Träume dämonisch sind, stecken oft Geister des Todes dahinter. Bitte frag immer Gott, was ein Traum, der Tod beinhaltet, bedeutet. Nackt im Traum. Solche Verlegenheitsträume zeigen eine Scham auf. Menschenfurcht kann sich in solch einem Traum widerspiegeln. Es kann eine Angst in dir sein, bloßgestellt zu werden. Eine andere Möglichkeit ist es, dass du Dinge verbirgst. Vielleicht Dinge, die du ans Licht bringen solltest. Dinge, die du vor anderen verschweigst. Dann kann es sein, dass ein solcher Traum ein Appell für mehr Offenheit ist. Pornografische Träume. Bist du gebunden in Pornografie? Hast du unreine sexuelle Gedanken oder Gefühle? Bitte den Heiligen Geist, dir dies aufzuzeigen, falls du davon Befreiung benötigst. Bitte ihn, dich vom Geist der Lust, der dahinter steckt, zu befreien. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, aber nicht der Geist der pervertierten Lust. Aber auch wenn du früher sexuellen Missbrauch oder negative sexuelle Erfahrungen hattest, kann sich dies in solchen Träumen widerspiegeln. Bitte Jesus um Heilung von solchen Erlebnissen. Bitte ihn, in diese Erlebnisse hineinzukommen und dich in seine Heilung hineinzuführen. Jesu Liebe hat die Kraft, dich von solchen schmerzhaften Erlebnissen vollständig zu heilen. Hast du einen sexuellen Mangel oder Mangel an Liebe und Zuneigung? Bitte Jesus, dich mit seiner Liebe ganz auszufüllen und diesen Mangel in deinem Herzen zu stillen. Bitte frag immer Jesus, wieso du solche Träume mit sexuellem Inhalt hast. Er kann es dir persönlich aufzeigen und sagen, ob du etwas dagegen tun kannst und sollst. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie.
Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten. Zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.